Meine Damen und Herren, wenn Sie das jetzt hier im Fernsehen sehen, ziehen Sie bitte Ihre asozialen, spielsüchtigen Kinder mal ganz kurz vom Laptop weg, zur Not mit Gewalt, und sagen Sie ihnen, Knossi ist gleich im ZDF. Aber vorher erstmal ganz kurz Werbung. Mit Wunderino.de hast du die beliebtesten Casino-Spiele immer dabei, direkt auf deinem Handy. Das Angebot gilt nur für Spiele aus Schleswig-Holstein. Gebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Hyperino, dein Casino ohne Schnickschnack. Hyperschnell angemeldet und die Gewinne hyperschnell ausgezahlt. Are you ready? Hyperino! Are you ready? Hm? Auch wenn Sie nicht aus Schleswig-Holstein kommen, ist Ihnen das vielleicht schon mal in der Fernsehwerbung aufgefallen? Gebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Das war vielleicht ein kleines bisschen schwer zu verstehen, vielleicht ein bisschen zu schnell. Das war Scatman Klaus, der einzige Werbesprecher Deutschlands, der während seiner Sprachaufnahmen an einen Tesla Supercharger angeschlossen ist. Es gab die Poppen, Copy Shop, die Mädchen, Bobby, Jäppchen, gab der Schnapp, der Bobby, Gabi, Stopp und Tobte mit dem Lappen, Abstopp, Rieb, der Boss und Copy Shop, Hop, Hop, wir sind kein Stripper, Klopp und Gabi, Pop, Trieb und Galopp und Stopp, Abs, Bobby durch die Shop, gib hier das Stopp, gib hier das Abpuff, Gabi, Boy an den Kopf, mal Schuss mit diesem Horror-Trip, der Schnapp, der Bobby, ach, das ist. Also bitte nochmal ganz kurz in langsam. Was? Gebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Das Glücksspielangebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Warum brauche ich denn Wohnsitz in Schleswig-Holstein, um im Internet mein Geld zu verlieren? Was hat Schleswig-Holstein denn, was normale Bundesländer nicht haben? Also außer Lübecker Marzipan, Gülcan, Kamps und das jährliche Volksmusikfestival für Festangestellte mit Lederwesten. Wacken. Warum dürfen nur Schleswig-Holsteiner online Glück spielen und alle anderen nicht? Und eine Frage, die noch viel wichtiger ist, wieso muss HP Baxter von Scooter Glücksspielwerbung machen? Ich dachte, der macht nur Hochkultur. Hi Leute, hier spricht HP Baxter. Richtig, HP von Scooter mit den Texten von Thomas Bernhard. Schön, dass ihr zuhört. Auf dieser CD geht es um ein Genie, Thomas Bernhard. Ich will versuchen, euch einige seiner frühen Texte ein wenig näher zu bringen. Vielen Dank dafür, Dr. HP. Die CD gönne ich mir zu Weihnachten, wenn ich bis dahin richtig reich geworden bin. Im Online-Casino. Beim Glücksspiel. Ach, Glücksspiel. Die dümmste Idee seit dem Film Titanic 2, Die Rückkehr. Ein echter Film aus dem Jahr 2010. Aber manchmal verdient man mit den dümmsten Ideen das meiste Geld. So ist das mit Glücksspiel. Wir, also Deutschland, sind der größte Glücksspielmarkt Europas. Etwa 38% aller Deutschen geben jedes Jahr Geld für Glücksspiel aus. Und wir drücken die Sonne noch ein bisschen weiter nach oben. Richtig viele Deutsche haben Symptome einer Glücksspielsucht. Yes! Das sind in Deutschland etwa 500.000 erwachsene Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die Probleme mit dem Glücksspiel haben, die entweder als glücksspielsüchtig gelten oder erste Symptome einer Glücksspielsucht zeigen. Wäre es nicht cool, wenn man Spielsüchtige unsichtbar machen könnte? Und wenn Glücksspiel dahin verschwindet, wo es niemand mehr öffentlich mitbekommt? Auf unsere Handys. Da gibt es dann nicht mehr die mickrige soziale Kontrolle der Bahnhofskneipe von um die Ecke. Man kann sein Geld schön alleine auf dem Sofa verlieren, ohne Öffnungszeiten, ohne dass man eine Jogginghose anziehen muss. Live your life the Knossi way. Gönn doch mal! Gönn doch mal, Bo! Gönn doch mal, ja! Wenn Sie beim Namen Knossi an sowas gedacht haben, sind Sie wahrscheinlich über 25. Knossi alias Jens Heinz Richard Knossalla ist Streamer, liebe Silversurfer. Streaming ist sowas wie das ZDF, nur in cool. Warum bleiben die Algen nicht stehen? Was ist das für eine Scheiße? Alge, Alge, was ist das für ein Dreck? Herzlichen Glückwunsch, Knossi. Also vor allem dazu, dass du Mitte 30 immer noch so aussiehst wie der Typ in der Grundschule, der den größten Spuckesee auf den Schulhof rotzen konnte. Knossi filmt sich beim Online-Glücksspielen auf Twitch, einer Plattform für 16- bis 24-Jährige. Hallo, ihr kleinen Fortnite-Pimmelmösen, genau ihr seid gemeint. Der König des Internets, wie er sich selber nennt, hat fast 1,5 Millionen Follower bei Twitch. Mit dieser Reichweite geht er natürlich verantwortungsvoll um. Ich will nie, dass ihr Glücksspiel betreibt. Ich will nicht, dass ihr Glücksspiel betreibt. Und das war nie meine Intention. Ich habe nie gedacht, wow, ich streame, damit andere Glücksspiel betreiben. So wie das oft Glücksspiel-Werbestreams machen. Knossi tut wirklich alles Menschenmögliche, damit seine Zielgruppe, genau ihr, hormonüberladenen Minecraft-Trottel, niemals mit Online-Glücksspiel anfängt. Schatzi! Schatzi, komm schnell! 8000 Euro! Nochmal, Knossi geht es nicht darum, jugendliche Dummköpfe für Glücksspiel zu begeistern. Schon klar. Warum bleiben die Algen nicht stehen? Was ist das für eine Scheiße? Alge, Alge, was ist das für ein Dreck?
Schon klar, Alge, Alge, Alge. Alge, meine Damen und Herren, ist das Symbol, mit dem Knossi richtig abgeräumt hat. Beim Online-Glücksspiel. Darum hat er der Glücksalge auch eine gefühlvolle Ballade gewidmet. Eins in den Chat, eins, eins in den Chat. Alge. Und sein Knossi-Likör nach ihm benannt. Der Alge-Likör von Knossi. Knossi ist also durch Online-Glücksspiel zum Star geworden. Und inzwischen so berühmt, dass sogar die peinlichen Onkels vom linearen Fernsehen wegen seiner Hashtag-Reichweite mit ihm abhängen wollen. Hier sind die beiden Freunde Sido und König Knossi. Nehmen Platz. Ich bin wirklich da. Ich bin wirklich hier. Knossi ist da aufgewacht. Oh. Runter hier. In die Kurve rein. Entertainment für Menschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Kriepwich-Krinstein. Ich weiß, ihr kleinen TikTok-Wichser, das war ein Hashtag-Boomer-Wortspiel, aber ich sag mal so, YOLO. Knossi macht zwei Sachen. Er spielt vor der Kamera Online-Glücksspiel, obwohl das eigentlich verboten ist. Und Sache Nummer zwei, macht offiziell Werbung für Social Casinos. Er hat sogar ein eigenes Social Casino. Social Casinos sind nicht verboten, denn man zahlt zwar echtes Geld ein, aber wenn man gewinnt, kriegt man kein Geld raus. Perfekt! Das alte Coinmaster-Prinzip. Huch, Mama, ich bin im Fernsehen. Über Social Casinos haben wir schon mal eine ganze Sendung gemacht. Damals, als wir noch Neo Magazin Royal hießen. Klicken Sie gerne mal mit einem Körperteil Ihrer Wahl auf diesen Link jetzt auf Ihrem Fernseher oder iPad. Und schauen Sie sich das Ganze noch mal an. Hier, meine Damen und Herren, das hier ist der deutsche Glücksspielstaatsvertrag. Da steht drin, was legales und illegales Glücksspiel ist. Internetcasinos, in denen man Geld gewinnen kann, sind nicht erlaubt in Deutschland. Buh! Aber hier steht nichts drin, kein Wort zu Social Casinos. Das bedeutet, die sind eine juristische Grauzone. Also ein bisschen Igitt, aber nicht explizit verboten. Also sowas wie das Lied von Harpe Kerkeling zusammen mit den Black Fös. Und ich lauf hier allein durch eine ganz fremde Stadt. Ich hab niemals Probleme mit Heimweh gehabt. Hier sind alle längst schlafen, hier brennt nirgends ein Licht. Und dann denk ich an Kölle und dann denk ich an dich. Also ich bin Laie, aber ich glaube, das ist ein Fall für Juristen. Also es ist zumindest eine musikalische Grauzone. Aber Knossi, ganz kurz, der spielt doch in seinen Livestreams in einem deutschen Internetcasino am Glücksspielautomaten. Alge, 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 das ist doch kein Social Casino. Der gewinnt doch echtes Geld. Schatzi, Schatzi, komm schnell! 8000 Euro! Und jetzt kommen wir mal zu diesem Satz in der Glücksspielwerbung. Wird nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Nur Schleswig-Holsteiner dürfen im Internet um Geld zocken, legal. Denn dieser Glücksspielstaatsvertrag gilt seit 2011 für alle Bundesländer, außer für Schleswig-Holstein. Denn Schleswig-Holstein hat sich das hier extra zusammengelötet. Ein eigenes geiles Landesgesetz, quasi die Lex Knossi. Im nördlichen Teil des deutschen Internets darf man um Geld spielen. Es ist ein bundesweiter Alleingang. Schleswig-Holstein öffnet den Glücksspielmarkt für Privatanbieter. Das Parlament hat das umstrittene Gesetz der Koalition aus CDU und FDP beschlossen. Aber warum hat Schleswig-Holstein 2011 dieses eigene Gesetz beschlossen, mit dem Online-Glücksspiel legalisiert wurde? Wie muss man sich das vorstellen als Laie, wie laufen solche Gesetzgebungsprozesse in Schleswig-Holstein ab? Kieler Politiker geraten unter Druck, weil sie die Einladung in ein 5-Sterne-Hotel zu einer Sponsorenveranstaltung der Glücksspielbranche angenommen haben. Momentchen mal, da muss ich mir erstmal ganz kurz zur Beruhigung eine Alge einschütten, das gibt's doch gar nicht. Wie bitte? Eine Luxussause im Luxushotel auf Sylt und... Und wer hat da mitgemacht bei der Sauferei im Luxushotel? Die Sylter Sause stand unter der Schirmherrschaft der Chefs der schleswig-holsteinischen Regierungsfraktion. Ja, meine Damen und Herren, unter anderem 2011 dabei die toten Augen der FDP, Wolfgang Kubicki, damals Regierungsfraktionsvorsitzender im Kieler Landtag. Und für die CDU hat damals er mitgefeiert auf Sylt. Christian von Bötticher, CDU-Regierungsfraktionsvorsitzender und Landesvorsitzender der CDU, musste leider wenige Monate später zurücktreten, weil er im Steigenberger Hotel Düsseldorf mit einer 16-jährigen Schülerin geknattert hat, die er bei Facebook kennengelernt hat. Keine Sorge, regen Sie sich nicht auf, es war Liebe.
Und es wird noch seriöser. Mit dabei auch dieser Ehrenmann. Boris Pokerstars.de Bäcker. Die leeren Taschen von Wimbledon. Und nur ein halbes Jahr nach der unverbindlichen Gedankenaustauscherei in einem Sylter Luxushotel, bezahlt von der Glücksspielindustrie, beschließt die Kehler CDU und FDP-Regierung das hier. Das schleswig-holsteinische Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels. Also, ich weiß nicht, bin ich da zu streng, bin ich da zu spießig oder riecht das hier nach Alge und Einflussnahme? Ja, Sie hätten an einer Sponsorenveranstaltung der Glücksspielbranche teilgenommen und nicht bezahlt, gaben Sie zu. Aber von Einflussnahme könne schon deshalb keine Rede sein, weil Sie ja schon ohnehin vorher dasselbe wollten. Genau, es ist keine Einflussnahme, wenn sowieso alle dasselbe wollen. Natürlich gibt es da keinen Zusammenhang zwischen Hotel und Glücksspiel-Landesgesetz. Es ist quasi eine juristische Grauzone. Und in juristischen Grauzonen gibt es nie Zusammenhänge. Nur glückliche Zufälle. Hm. Prost! Ah, die Glücksspielbranche hat einfach Glück. Dieses Sylter Extrawurst Glücksspielgesetz aus Schleswig-Holstein galt nur 13 Monate. Und in diesen kurzen 13 Monaten kamen die ganzen Wunderinos, die wir heute immer noch haben, in den traurigsten Teil Norddeutschlands und haben Glücksspiellizenzen erworben, die eben bis heute gelten. Hyper, Hyper, Hyperino! Hyperino zum Beispiel, die Homebase von Dr. H.P. Baxter. Lizenz aus Schleswig-Holstein, aber Firmensitz, haha, jetzt kommt's, wie die meisten anderen legalen Online-Casinos, auf der drittzwielichtigsten Insel der Welt, gleich nach Sylt und Love Island, Malta. Günstige Steuern, nicht so viel nervige Kontrollen, schöne Lage direkt am Meer, ideal für Online-Glücksspiel. Hyperino wird laut Impressum vertreten von diesem Mann, dem maltesischen Anwalt Tony Arxisa. Ein Mann, der aussieht wie ein Sopranos-Nebendarsteller, gefangen im Körper eines Drittklässlers mit Haarausfall. Arbeitete früher bei der zentralen staatlichen Glücksspielbehörde Malta und hat dort unter anderem, auch das haben wir hier vorliegen, den Original-Glücksspielstaatsvertrag von Malta mitverfasst. Das ist er, Sie können ihn sich vielleicht ganz kurz mal durchlesen. Nur 2 Jahre später wechselte Tony Arxisa dann in die Branche, die er vorher kontrolliert und reguliert hat. Zu den Internet-Glücksspielvögeln mit einer eigenen Beratungsfirma namens Cyber Gaming Consultants. Das Journalistennetzwerk OCCRP sagt, Tony Arxisa habe für ein Unternehmen mit Verbindungen zur italienischen Mafia gearbeitet. Und zu diesen Connections zwischen Mafia und Online-Glücksspiel auf Malta hat auch sie recherchiert, die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia, bis sie 2017 durch eine Autobombe getötet wurde. Oh, schlechte Stimmung, oder? Danke, Knossi, auf dich ist Verlass. Ist schon erstaunlich, was man alles so herausfindet, nur weil man sich über einen Satz in der Fernsehwerbung wundert. Diese Werbespots, die Sie auch alle kennen, für das legale Online-Glücksspiel aus Schleswig-Holstein, laufen übrigens in ganz Deutschland im Fernsehen. Und natürlich kann man bei Drückglück, Wunderino und Hyperino sein Geld auch online verzocken, wenn man nicht aus Schleswig-Holstein kommt. Dazu muss man aber lügen bei der Anmeldung. Gäbe es eine vernünftige Kontrolle für legale Online-Casinos in Deutschland, und natürlich gibt's die nicht, dann würde auffallen, huch, das sind ja 4 Millionen Spieler online, obwohl Schleswig-Holstein nur 3 Millionen Einwohner hat. Dieser Satz wird nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Ist also ein juristischer Trick der Glücksspielbranche. Wenn's Ärger geben sollte, kann sie jederzeit sagen, wie bitte, Frau Staatsanwältin? Wir zocken Leute ab, die gar nicht aus Schleswig-Holstein kommen. Das ist ja verboten, also nicht, was wir machen, sondern diese illegalen Spieler, die sagen, dass sie aus Schleswig-Holstein kommen, obwohl sie gar nicht aus Schleswig-Holstein kommen. Das sind Verbrecher, was die mit unseren legalen Casinos machen. Denn wir haben ja gesagt, wird nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Falls was schiefgehen sollte, schieben Politik und Glücksspielbranche die Schuld in der Fernsehwerbung schon mal vorab den Spielern in die Schuhe. Und weil das in Schleswig-Holstein alles so super transparent und seriös läuft seit 2011 mit den Glücksspiellizenzen, wollen jetzt alle anderen Bundesländer auch mitspielen. Einigung der Bundesländer. Online-Glücksspiele künftig legal. Nächstes Jahr soll das hier kommen, der neue Glücksspielstaatsvertrag für alle. Damit ganz Deutschland endlich so geil wird wie Schleswig-Holstein. Damit in Zukunft jeder überall zu Hause in Deutschland, in der ganzen Republik, zu jeder Uhrzeit, egal was er anhat, auf dem Sofa, von jedem Ort aus, ganz verantwortungsvoll und kontrolliert sein komplettes Geld in juristischen Grauzonen verzocken kann. Ja! 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 Ja!
Wenn Ihnen das alles zu schnell ging, wenn Sie mehr wissen wollen, wenn Sie neugierig auf Thomas Bernhard oder die Blackfoos geworden sind, das ZDF Magazin Royal hält alles nach. Wir legen alle Quellen offen. Sie können alles nochmal in Ruhe nachlesen und selber staunen. Bei Twitter sind wir, bei Instagram sind wir, bei Telegram sind wir, bei YouTube, in der Infobox, gucken Sie mal. Oder zdfmagazinroyal.de.